Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge Valheim. Was geht ab? Ja, Bäumchen hauen. Du bist ja gemein. Hey, die armen Bäume. Erze. Ja, wenn die da halt so rumstehen, ne? Ja. Voll auf die Schnut. Ist totally benebelt. Ich merke das gerade. Ich dachte, hier ist alles gedamaged. Aber es ist tatsächlich nur so ein Schatten. Und es regnet jetzt. Top. Aber es Na ist dann nicht Nacht. Gehen wir noch ein bisschen. Nee, Zeug holen. Ein bisschen Fortschritt. So. Kann man eigentlich die Hacke aufwerten? Tatsächlich. Aber macht es Sinn? Vielleicht hält sie dann länger. Nee, Haltbarkeit geht nicht hoch. Das ist blöd. Vielleicht der Schaden dann? Ja, minimal, ja. Weiß ich nicht. Du? Achso, warte mal, die andere Hacke kann man aber nicht upgraden. Nee, okay, habe ich nichts verpasst. Okay. Dann. Würde ich sagen, ich packe schon mal ein wenig Erz in die Öfen. Das kann ja ruhig durchlaufen in der Zeit. Dann nehme ich meine Karre. Und cruise ein bisschen rum. Nicht wahr? Ja. So. Wo gehen wir denn hin? Nein, nein. Vielleicht schon da lang. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob da überhaupt noch viel ist, weil ich habe da ja schon angefangen abzubauen und habe vergessen, die Punkte wegzumachen. Mhm. Das heißt, mir kann passieren, dass ich da gleich aufschlag und es ist einfach nichts mehr da. What the fuck? Was denn? Mich hat ein Schwein angegriffen und ich bin hier durch den halben Berg geslidet mit dem Wagen. Oh. Du bist nass. Das kommt noch dazu, ja. So. Blöde Sau. Okay. Also ohne Ausdauer kannst du das mit der Karre vergessen, ne? Nein! Ah, okay. Warte mal, habe ich das markiert? Höhle, tatsächlich. Ist ja interessant, was ich nicht alles mache. So, dann fangen wir doch mal an.
Also Zinn werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr finden, richtig? Aber ich komme gleich mit. Ich bringe die Ladung jetzt gleich heim. Weil ich bin gleich full. Und dann komme ich ein bisschen mit Erze sammeln. Ja, Zinn wäre wie gesagt nicht verkehrt, weil ja. Kupfer kriege ich eigentlich ganz gut. Oh, sehr gut. Ich habe 5 Samen. Okay. Achso, von deiner Birke. Eiche. Birke? Birke. Birke. Die Birke. Musst aufpassen, dass du nicht so ein Monstrum pflanzt. Ja. Oh, überleg mal, es wäre machbar. Oh nee. So als Haustier. Mhm. Ich sag's dir, das erinnert mich so an dieses Beyblade Fierce Forest. Achso, aus dem ersten Teil meinst du? Ja. Hm. Und das kleine Mädchen, weißt du noch? Ja. Unser High-End Bosskampf. Oh, ich hab's hingefunden. Blöd ist nur, ich hab keine Spitzhacke dabei. Ist ja blöd, ja. Aber ich habe eine. Wenn du möchtest. Ich habe keinen Platz mehr in der Tasche. Ich bin voll. Ich habe hier eine Karre stehen. Warte. Ich markiere mir. Ziehen. Ich brauche eh deine Spitzhacke. Siehst du, ich bin ein Trüffelschweinchen. Ja. Ah, da bist du ja schon. Ah ja. Ja, nicht weit weg. Bitteschön. Gibst du mir eine? Danke. Kein Problem. Gut, dass ich im Haken jetzt schon höher bin als im Holzfällen. Baum. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich meine, mein Holzfäller ist nur so niedrig, weil wir so oft gestorben sind. Mhm. Klar. Ah ja. Hier war noch eins. Nice. Hier wird schon wieder so düster, ey. Jo. Im Wald. Im Düsterwald? Ja. Krass. Oder? Mhm. Oh, ein Partytrupp. Na sowas. Oh ja. Oh. Achso, nur 2 Stück. Ah, da hinten ist noch ein Berse. Nee, ein Schamane. Hm.
Nehmt dies, ihr Bösewichte. Ich dachte, hier sind Disteln, weil hier so blaue Dinger wundert es auch immer. Weil die sehen aus, also wie Glühwürmchen, nur in Blau. Ja, aber die fliegen ja überall rum. Ja, ich habe gedacht, da gibt es immer was Besonderes, aber vielleicht ist das Gebiet jetzt heiß. Kann sein. Wundern wird es mich nicht, du. So. Gerade mal was futtern. Ich würde ja gerne mal noch diesen Bronzenspeer ausprobieren. Ich glaube, der macht auch richtig Laune. Mhm. Wobei das Messer halt schon cool ist, ne? Wegen den Attacken, meinst du? Ja. Ja, auch so. Das macht dich nicht langsamer, wenn du es trägst. Ja. Das Special ist cool. Wo ist denn? Das sieht cool aus. Naja, also vom Aussehen her bin ich eigentlich immer für Schwerter. Tatsächlich. Aber naja. Ich finde das dann immer so ein bisschen mickrig, weißt du? Hast einen Schrank vom Typ, ein fettes Schild und dann so ein kleines Messerchen. Na, wie läuft's mit deinem Zinn? Ja, ganz tutti. Echt? Wahrscheinlich besser als bei mir. Ja, bei mir. So. Oh, ich glaube, ich muss sie mal kurz reparieren. Ich gehe mal kurz was gucken. Kleinen Moment. Mhm. Oh, da war noch. Oh. Und zwar habe ich mir hier vorne was markiert. Ist es noch da? Oh ja. Oh nein, du bist nicht mehr bei der Karre. Nee. Oh mein Gott. Die wurde hier voll angegriffen, Mann. Okay, geht. Soll ich wiederkommen? Nee, passt schon. Und was denn? Von dem Schaman und drei Dinger. Die haben da voll drauf eingehauen. Ist ja fies. Ja, wirklich. Gerade noch rechtzeitig, du. Schaman ist tot. Dann geht's einmal da längs. Oh, oh. Oh.
Was denn? Alle mit einem Berserker ein bisschen ins Gesicht gehauen. Achso, hast du wenigstens zurückgehauen? Ja. Sehr gut. Nichts anderes erwartet. Ich bin schon groß und vier. Ich habe Kupfer gefunden. Echt? Ja. Bei dir? Jo. Da, wo du jetzt stehst? Da, wo ich jetzt stehe. Ist markiert. Okay. Dankeschön. Bitte. Aber wahrscheinlich darf ich dann erstmal noch nach Hause springen. Weil meine Hacken gleich beide kaputt sind. Ja, ich komme mit heim. Ist deine auch kaputt, oder was? Ich bin gestorben. Echt jetzt? Ja, Schamane hat mich vergiftet. Ich hatte eh schon nicht mehr so viele Lebenspunkte. Brauchst du Hilfe? Ich bin tot, also... Ich geh jetzt mein Zeug holen und dann... Oh nein! Ah! Wir haben daheim immer noch nicht gepennt. Ja gut, aber das Portal ist ja an. Ja, Gott sei Dank. Moment, ich setze mir jetzt direkt einen Spawnpunkt wieder. Genau. Ich bin schon groß und vier. Du machst immer Sachen. Ja, toll, ne? Aber mir würde das Gleiche passieren, wenn ich jetzt sterben würde. Ja, mir jetzt nicht mehr. So. Mehr. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Und Gesundheit. Bitte. Schreck mich nicht so. Na, da war eine nächste, die so gemacht hat. Ach so. So, Axt kaputt. Nicht hauen. Oh, sag mal, die ganze Zeit bist du auf der Suche nach Wildschwein. Da hast du einmal nichts einstecken. Dann laufen dir fünf Stück hinterher. Oh. Da. Kannst du mir die Karte mal vom Arsch nehmen, bitte? Ja. Moment. Ich stecke halt die Karre ab. Danke. Ja, kein Problem. Ach so, das war hier. Tag 66. So. Oh, schön. Ich nehme noch ein bisschen Kupfer mit. Oh, okay. Meine Spitzhacke ist noch nicht kaputt. Und, ich habe noch ein bisschen Platz in der Tasche.
Deshalb, ja, wieso nicht? Ja. Eine sehr gute Idee. Hast du es auch manchmal, dass nicht aus jedem zerbrochenen Kupfer rauskommt? Ja. Okay. Schon gedacht, es liegt an mir. Leider schon. So. Einmal die Kohle einsammeln. Kohle, Kohle, Kohle. Einmal Kohle nachlegen. Dann einmal Holz nachlegen. Nachlegen. Rein damit. So. Oh, Spitzhacke zerbrochen. Okay. Dann geht's jetzt wohl nach Hause. Ich bin auch schon hier. Ist das nicht toll? So. Hast du mal geschaut, wegen einem Bogen zu verbessern? Bei dem ganzen Edelholz, was wir jetzt haben? Hätte ich mal machen können, gell? Jo. Mach ich gleich, wenn ich heimkomme. Ah, hier war ein Dungeon. Oder? Ja. Ja, ist markiert. Da waren wir schon drin. Ja. Okay. So, meistens ist die noch leer. Warden? Scheiße. Wildschweine, ja. Wir sind Hause! Oha!
Hi. Hi. So, dann restete ich schnell drüben ab. Na, es war doch trotzdem ziemlich erfolgreich. Nicht so erfolgreich wie die Tour davor. Aber ja. War schon gut. Achso, hier, wir wollten doch eigentlich mal zum alten Zuhause, ne? Mhm. Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Ja, Moment, ich sortiere noch meine Tasche aus. Alles mit der Ruhe. Ich pack noch kurz den Schwanz in die Kiste. Achso, die Haken kann ich ja dann da lassen, ne? Ja. Ah, gut, dass du sagst, ich muss ja das Zeug noch durchreparieren. Ja, ganz wichtig. Ich würde auch noch schnell die Bäumchen pflanzen gehen. Na klar. Eilt ja nicht. Haben wir noch ein bisschen? Ja, ein paar Minütchen immer noch. So. Dann lasse ich nämlich die Haken mal da. Aber vielleicht können wir drüben da noch ein paar Himbeeren sammeln, ha? Huh? Ja, unbedingt. Ist halt krass, dass fast jeder Trank Himbeeren braucht. Ja, ist ja schon realistisch, ne? So ist es ja nicht. Du meinst wegen Met oder? Nee, einfach weil ist ja sehr gängig, so Himbeeren, weißt du? Ja. Für die Süße und sowas. Ja. Ja, okay. Ah, du hast die Bienen sogar schon geerntet. Ja, genau. Weil ich halt jetzt ein bisschen Dingsfleisch wieder habe und wieder Trockenfleisch machen wollte. Okay. Wir brauchen mehr Bienen. Das ist... Ja. So.
Okay, dann packe ich hier mal die Hacken noch rein und dann wäre ich eigentlich schon soweit. Ach, danke, dass du es nochmal erwähnst. Bitte? Halt, stopp, ich brauche Holz. Schanke Pfeile mehr, du. Witzig, ich wollte gerade das gleiche machen. Finde ich auch zum Beispiel sehr günstig. 8 Holz für 20 Pfeile. Ja, ich meine, es sind zwar nur die Schwachen, aber es reicht ja größtenteils. Ja. Also zumindest, wenn du nicht gerade im Sumpf unterwegs bist. Ja. Okay, Taschen sind wegsortiert. Achso, die Werkzeuge. Ich nehme mal die Axt mit. Den Pflug brauche ich aber nicht. Den einen Bogen brauche ich nicht. Und den Hammer brauche ich auch nicht. Ja. So, ich nehme vielleicht mal das andere Schild mit. Okay. So. I'm waiting for you. Ich bin do. Ich bin du. Ich bin Adu. Cool. Dann würde ich sagen, mach halt die Festung kaputt. Auch in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao. Ja.